Ah, sie haben endlich was geleakt. Sehr schön. Und ich dachte schon, sie hätten mich vergessen. Dass sie nicht mehr wissen, was eigentlich ihr Job ist. Nämlich lieb sein, Eier legen und Dieb sein. Aber zwei pro Tag ist jetzt auch nicht so die Ausbeute. Manchmal lege ich ein Ei und... Aha. Da muss ich mal kurz nachforschen. Aha. Du? Nein, du nicht. Da haben wir ihn. Wer hat denn hier gerade noch eins gelegt? Ach, da hier. Wunderschön. Gut macht er das. Jo, was war denn hier eigentlich nochmal mit dem Gewächshaus? Ich denke, das ist schöner, das aus Holz zu machen, als da so einen hypermodernen Steinkram zu versuchen. So. Eventuell sogar noch einen Meter höher. Mal schauen. Mal schauen, wie das aussieht. Vielleicht ist es aber auch ein bisschen zu holzig. Und dazwischen käme jetzt ja überall Glas, ne? Das könnte schon ganz schön holzig sein. Hm. Tja, und jetzt brauchen wir auch noch wieder ein bisschen Holz. Im ganzen Holz verbraten. Und soweit ich weiß, hatten wir auch nicht mehr wirklich viel in der Kiste. Und das motiviert mich doch gerade, hier ein bisschen die Bäume zu dezimieren. Irgendwo, wo es keinen stört. Also insbesondere, weil wir die ja nicht wieder so anpflanzen können, wie wir sie weggenommen haben. Ist eigentlich auch schade, dass wir jetzt die Original... War das jetzt noch ein Abeta? Nee, ne? Das sind schon Vollversionsbäume. Aber halt schon so richtig alte, dass wir die dann abbauen müssen, nur um ein wenig Holz zu bekommen. Ich mach da mal eine Markierung hin. Die hier. Bloß nicht reinfallen, das dürfte wehtun. Eigentlich können wir auch als Markierung den untersten immer da lassen. Wobei, das wird nicht funktionieren, weil dann möglicherweise der Baum gar nicht zerfällt. Weil ja noch Holz da ist. So, das ist ja ein... Ist das ein großer Baum? Ja, dann lassen wir den mal kurz. Und nehmen nur die kleinen Popelbäume hier mit. So, Markierung hin, bis wir dann genügend Setzlinge haben, um alles wieder anzupflanzen. Und natürlich ein Apfel. Apfel? Achso, wir sind voll. Na gut, wir brauchen Melonen. Oh, wir brauchen schon Melonen. Ich hab's ja. Vielleicht wäre es doch effektiver gewesen, den großen Baum abzunehmen. Aber ich glaube, so richtig abgehen wird das auch mit diesen Schwarzeichen. Die lassen ja immer sehr, sehr viel an Holz fallen. Auch weil die einen 4 Meter breiten Stamm haben können. Das bringt dann halt schon ein bisschen mehr als nur so 5 Blöckchen auf Mal. Achso, wir können auch gar keine Setzlinge mitnehmen, fällt mir gerade so auf. Gut, einen haben wir schon. Wow. Das ist ja richtig Wahnsinn. Wir haben doch hier noch ein paar mehr abgemacht, oder? Da wollte mal irgendwo eine Birke wachsen. Hm. Nicht hier unten waren wir nicht. Das ist ja irgendwie... Achso, da oben ist einer. Warum ist das ein Birkensetzling? Weiß das jemand? Na gut, da ist drum. Wo sind denn die anderen? Hier müsste noch irgendwo was in der Umgebung sein. Freunde, wir brauchen echt Setzlinge. Da ist doch was. Nicht? Nein?
schlimm ist das mit den Setzlingen. Das erinnert so ein bisschen an die alten Zeiten in Skyblock. Nein, der Baum muss ein Setzling bringen, sonst kann ich das ganze Let's Play nochmal anfangen. Nein. Das war schön. Ein bisschen beängstigend, denn jeder Fehler wird ja gnadenlos bestraft. Auch hatte ich es ja verplant oder irgendwie übersehen, mir das bisschen Gras, was da war, zu bewahren. Und um dann nicht gleich aufhören zu müssen, bin ich dann halt beigegangen, habe da wieder was hingesetzt. Ist natürlich nicht ganz professionell. Aber ich konnte nicht damit leben, gleich ohne Gras zu sein und dann... Ich weiß gar nicht, wofür ich das da eigentlich haben wollte. Irgendeinen Grund wird das schon gehabt haben. So, hier kommt auch einer hin. Ich persönlich finde das noch ein bisschen wenig, was wir jetzt an Holz haben. Der wird bestimmt nicht wachsen. Schauen wir nochmal nach, ob wir hier nicht noch irgendeinen kleinen Baum behelligen können. Hier sind ja schön große Bäume. Vielleicht nehmen wir die beiden einfach mal auseinander. Es könnte knapp werden. Aber sieht ja auch gar nicht so groß aus. Komm, probieren wir mal. Ob wir das nicht schaffen, bevor es dunkel wird. Ich finde das schön, dass Bäume auch Äste haben können. Wenn sie nicht gerade sehr klein sind. Da hat auch die 1.7 einiges zu beigetragen, dass Bäume vielfältiger sind und hübscher aussehen. Dass nicht einfach nur der Standardbaum irgendwo in die Landschaft gesetzt wird. Sondern halt mit Ästen manchmal versehen. Soweit ich weiß, war es ja bei den früheren großen Bäumen so, dass einfach ein Stamm war und dann irgendwo hier und da mal ein bisschen zusammenhanglos Holz eingefügt wurde. Ich weiß nicht, ob das jetzt mittlerweile anders ist, ob da jetzt wirklich nur Äste sind oder ob da immer noch so ein bisschen zufallsbedingt ein bisschen Holz hier, ein bisschen Holz da und dann ist ein Baum daraus geworden, gemacht wird oder... Wie auch immer das funktioniert. Ich hab's nicht nachgeguckt. So, ich wieder angepflanzt. Setzlinge. Sofern da kein Holz mehr drin ist, würde ich dann auch ganz gerne nach Hause. Wir können natürlich auch unser Feldbett hier aufschlagen. 47. Ist nicht so wahnsinnig viel. Aber... noch einer hin. Da auch. Wäre ich gerade dafür, diesen auch noch mal kurz mitzunehmen. Die Axt ist ja schließlich auch gleich kaputt. Viel, viel länger könnten wir eigentlich auch, also auch nicht hier rumwüten. Und natürlich wird es auch dunkel. Ich war es nicht. Tut mir nichts. Ich wollte doch nur spielen. Boah, was ist das für Musik? Das ist ja schlimm. Morning Snowflake. Das klingt aber eher finster. Jetzt hätte jemand vergessen, die CD umzudrehen und die schrapelt jetzt noch den ganzen Tag vor sich hin. Ich glaube, da war ein Creeperlein. Hat mich doch nicht getäuscht. Aus dem Augenwinkel nur irgendwas Grünes, sich Bewegendes gesehen. Da muss man auf der Hut sein. Die kleinen Bengel meines nicht gut mit mir. Minus one. Ha, ha, ha. Du kleiner Doofkopf. Ich kaufe nichts. Brauchst gar nicht so gucken. Hä? Was? Durch meine Sonnenbrille kann ich gar nicht erkennen. Ich muss meine Coolness ja verbergen vor der Menschheit. Ah, schön. Ja, er ist nicht ganz im Takt jetzt mit der Musik, aber...
Ja, brauchst dich gar nicht so blöd vor die Tür stellen und hoffen, dass ich aufmache. Das kannst du voll vergessen, Kollege. Geh du mal besser planschen, das kannst du sowieso besser. Und darfst ruhig ertrinken, da hätte ich auch nichts gegen. Ich weiß, es ist ein bisschen fies. Andererseits ist er auch ein Sprengmeister und ich habe was gegen Sprengmeister. Nämlich Schwert, Bogen und Pfeil. So, schauen wir mal nach. Und ob wir ihn da nicht rauslocken können. Erstmal gucken, ob hier noch jemand guckt. Scheint nicht so der Fall zu sein. Insofern lassen wir ihn da mal. Ah, jetzt hätte ich ihn zubauen können. Ja, ja, spring dich ruhig in die Luft. Im Wasser, da habe ich nichts gegen. Mach doch, was du willst. Oder ich hau dich halt kaputt. Puh, da ist keiner mehr. Da ist keiner da. So, sonst noch jemand hier drüben ohne Fahrschein? Falls das nicht der Fall ist, dann würde ich gerne mal. So, ist ein bisschen dunkel geworden hier. Das haben wir jetzt 21.40 Uhr. Habe auch ein bisschen später angefangen, gebe ich ja zu. Ich wollte eigentlich um 6 angefangen haben, aber bin dann doch irgendwie nicht dazu gekommen. Musste noch kurz gucken. Hat ja schon erzählt, was für eine Note ich denn hätte. Hab ja extrem tolle Musik angemacht. Das war, wenn ich mich da recht entsinne, von. Ah, wie heißen die Burschen denn nochmal? Ich komme nicht drauf. Doch, komme ich doch. Two Steps from Hell. Von den Jungs habe ich mir. Ah, wie hieß das Lied denn nochmal? Na, jetzt komme ich auf. Also den Bandnamen habe ich ja schon mal. Aber leider fällt mir jetzt nicht ein, wie das Lied hieß. Gibt es ein ganz tolles Video auf YouTube zu. Da haben sie dann nämlich ein paar Szenen aus einem Hitman-Spiel da zusammengeschnitten. Das sieht richtig gut aus. Richtig stimmungsvoll. Aber ich komme gerade nicht darauf, wie das heißt. Irgendwas mit Black war das. Naja, auf jeden Fall, das habe ich mir dann angehört. Um dann ganz mutig mich auf die Seite zu begeben, wo ich dann nachsehen kann, was da bei der Klausur rausgekommen ist. Nur um dann schließlich festzustellen, alles gut, niemand will mir Böses. So, Türen, da braucht man ja ein paar mehr von. 6 wären gut. Ja, ja, wir haben sicher noch was in der Kiste. Da bin ich gerade ein bisschen zu faul nachzugucken. Müssten wir da wieder extra hinrennen. Ja. Und der Rest würde dann mit. Entweder mit Glasblöcken. Also bei der Tür können wir ja sowieso nichts anderes machen, außer Glasblöcke. Deswegen setze ich hier schon mal Glasblöcke hin. Und falls wir dann herausfinden, der Rest muss doch durch Glasscheiben gemacht werden, dann können wir das ja immer noch machen. Lass mich mal kurz inspirieren da hinten. Das sieht auch aus. Ich weiß halt nicht, wann ich abspringen muss. Das war gut. Ein sehr merkwürdiges Spielen. Muss Tür zu machen. Immer noch nicht. Puh. Wir waren noch Ewigkeiten entfernt. Muss zum Pferd laufen und hüpf. Nein, immer noch nicht. Jetzt immer noch nicht. Nein. Schön.